Willkommen zurück zu Let's Play New Super Mario Bros. DS. Wir haben das letzte Mal relativ viel geschafft. Sehr viele, oder einen weiteren der vielen Secret Exits gefunden. Das Spiel hat nämlich mit Abstand die meisten Secret Exits. Und jetzt geht es in den vierten Turm, der mir jetzt schon unsympathisch ist. Oh, ja. So, immerhin hätten wir die erste Passage schon mal überstanden. Aber das ist natürlich noch gar nichts, denn die Lava wird. Oh, das ist ein Turm, wo die Lava steigt. Wir haben nicht viel Zeit, Freunde. Um genau zu sein, wir haben gar keine Zeit. Oh je, ich ahne schon wieder Böses hier. Ich fürchte auch, dass wir jegliche Starcoins verpassen könnten. Das hier ist zum Beispiel schon die zweite, da haben wir schon die erste, haben wir schon verpasst. Sehr, sehr gut. Und die Lava steigt auch relativ schnell, also. Halbzeitflagge ist schon mal erreicht, das ist gut. Oh, shit, ey. Gut, dass da keine Wand war, sonst wäre es nämlich ganz, ganz böse ausgegangen. Ah, das ist eine Starcoin, das ist eine Starcoin, die kriege ich aber nicht mehr. Ich soll den Turm halt zweimal machen, ganz einfach. So, dann machen wir den gleich nochmal danach. Ich meine, das ist ja auch nicht schlimm. Oh, Bowser Junior. So, der wirft jetzt, fängt sich sogar an, Koopa Shells zu werfen. Das ist ja eine Spezialwelt, sogar seinen Mundschutz jetzt auf, aber das hilft ihm nicht allzu viel. Täte ich mal sagen. Gut, die dritte Starcoin ist ein Problem, man weiß ja nicht, wo die ist, deswegen muss man sie dann suchen, ganz einfach. Da brauchen wir zum ersten Mal auch wieder Starcoin seit langem. Aber wir machen da jetzt einfach, denke ich mal, direkt weiter in den Turm. Sowas wie Leben ist hier eh nicht relevant in erster Linie, denke ich mal. Denn das Gefährliche ist die Lava und halt eben das zerquetscht werden, nicht irgendwas anderes. Auf der anderen Seite sehe ich gerade, dass die Lava hier auch relativ weit ihre Schatten wirft oder halt ihre Funken in dem Fall. Ich hoffe jetzt mal, dass hier nirgends etwas war. Bis jetzt haben wir auch noch keine Secret hier irgendwie in der Wand gefunden. Also davon sind wir auch bis jetzt noch verschont geblieben. Ich denke mal. Da ist die erste Starcoin. Holy crap. Tatsächlich aber hinten, wie ich vermutet, oder wie ich richtig vermutet hatte, darf uns kein Hängfail mehr passieren. Also sonst haben wir ein Problem. Wir brauchen erstmal kurz die Halbzeit. Halbzeit, 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 komm. Die Lava wirft im Level aber gar nicht mehr so große Schatten wie am Anfang, also. Halbzeit haben wir immerhin schon mal. So, okay, gut, dann hätten wir das erledigt hier. Das ist kein großer Akt, das können wir schnell hochklettern. Da muss noch der Boss schnell erledigt werden. Der ist ja eigentlich. Sollte ja kein Problem sein. Wir jumpen einfach immer über ihn drüber, habe ich beschlossen. Wir spielen das Ganze relativ defensiv, auch wenn ich es gerade auch voll draufgehauen habe, einfach nur noch, aber naja. Somit wäre das mal erledigt hier. Ein, ja, doch relativ anspruchsvoller Tower, also nicht zu unterschätzen. Gut, dass wir den geschafft haben. So, machen wir erstmal hier das reguläre Level 4-4. Mit schon 90 Leben. Ich weiß gar nicht, bis wie viel es hier in dem Spiel geht. Ob da bei, wie im Retail bei 99 Schrank ist oder wie in anderen Teilen bei deutlich über 99. Ja, es gibt ja auch unendlich Abtricks immer in den Spielen in der Regel. Von daher, davon kann man dann auch Gebrauch machen, wenn man denn lustig ist. Ich würde die Wickler vielleicht mal an meiner Stelle ein bisschen in Ruhe lassen, weil die wären sonst böse. Das war ja gut. Ja, holy crap, Mario macht einen Wandsprung da oben. So. Ich würde den ja zu gerne in Ruhe lassen, aber es geht einfach gerade nicht, ne? So, hier geht's hoch. Man kann ja auch die Halbzeitflaggen nicht taktisch aktivieren. Das finde ich auch ein bisschen schade, persönlich. Das Element hier noch nicht eingebaut hat. Ich weiß nicht, vielleicht ist da unten auch noch was. Ich muss mal ganz kurz gucken gehen.
Da ist aber nichts außer noch einer Shell, die wir uns holen könnten. Ah, ich weiß ja nicht, ob wir die eventuell brauchen können, weil wenn da was ist, dann könnte es auch sein, dass wir die brauchen tatsächlich. Ich setze hier einfach mal jetzt ein Safe mit dem Level, damit ich zur Not das dann schnell nachholen kann, ohne Probleme. Weil auch hier die Shell zu treffen natürlich nicht ganz einfach. Obwohl wir gerade beim Thema nicht ganz einfach sind. So, hier gehen wir einfach mal da runter. Und dann probiert den Cooper hier zu treffen. Hier kann man sich jetzt auch... Ja, da fehlt uns noch was. Ich weiß nicht, wo das war. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen. Ja, von daher gucke ich dann einfach... Ich gucke gleich mal selbst. Ja, gut. Ich gucke es einfach mal schnell offcam nach, wie immer. Eine Live-Suche brauche ich jetzt nicht unbedingt in den Parts hier. Deshalb sehen wir uns gleich. Ja, Freunde, ich habe es herausgefunden, wo die Starcoins sich befinden. Nämlich hier oben, wie ich rankomme, weiß ich allerdings noch nicht. Das müssen wir noch schnell überlegen. Ich mache erstmal den Cooper weg, weil ich habe eine Idee, wie man das vielleicht machen könnte. Ja, so auf jeden Fall nicht. Das Entwickler Agro ist natürlich auch nicht so günstig jetzt, aber... Man darf hier nicht zurückziehen dann. Ja, Leute, ich bin nicht gut in sowas. Doppelsprünge, Dreisprünge etc. pp. Aber damit muss das was zu tun haben, oder der Wickler halt. Kann der einen da hoch genug bringen, ist halt die Frage jetzt mal, aber... Eigentlich müsste er ja. Nee, das geht auf gar keinen Fall mit dem Wickler, auf gar keinen Fall. Ja, Doppelsprung ist die Lösung, Freunde. In dem Sinn dann bis zum Ende vom Level gleich. Damit wäre das auch erledigt und wir können hier die Starcoin-Tür öffnen. Wenn wir die ganzen Starcoin-Türen endgültig öffnen, das entscheide ich dann, sobald wir es wirklich, weil es dann wirklich Not tut. Also sobald wir wirklich vor 100% stehen, dann werde ich auch alle Türen öffnen, schnell mit euch dann noch. Aber jetzt gehen wir erstmal an 4A heran. Ich weiß natürlich nicht, was das ist. Ich weiß nur, dass da ein Geist aus danach beforscht, ich auf das relativ wenig Bock habe. Ohne Shell. Ja, komm. Ach, ich sehe schon, das war in dem Level ein großer Fehler. Ja, und jetzt ist er auch schon wieder weg. Einfach, es gibt Level natürlich, wo die ganz nützlich ist. Es gibt auch Level, wo sie total eigentlich mehr gefährlich als sonst was ist. Das ist so ein Level hier gerade. Oh, scheiße. Ich sehe schon. Ich sehe schon, was hier das wird. Es wird wieder eine ewige Failerei geben. Weg mit dir. Dich mag ich nicht, Cooper. Also jetzt nichts gegen den Cooper, also ein paar Leute werden jetzt wissen, wer er gemeint ist, andere Leute natürlich nicht, wie immer. So, wir haben jetzt hier die Halbzeit schon erreicht, die trotzdem relativ früh ist, trotz allem noch. Und noch keine Starcoin, das ist natürlich suboptimal, ganz leicht. So, werfen wir mal einen Cooper-Panzer. Und drüber. Das ist die erste Starcoin auch. Oh, Leute, ey. Das wäre jetzt hier auch schon wieder gewesen, ne? Das, die Möglichkeit, da hochzukommen, sich die Scheiße zu sparen. Aber das, den habe ich viel zu schlecht genutzt, jetzt die beiden Coopers hier. Na gut, dann... Ja, der überlebt das, oder wie? Das ist ja doof, da oben war wahrscheinlich jetzt die zweite Starcoin, zumindest irgendwas, was damit zu tun hat, unmittelbar. Das Level, das macht mich gerade echt unentspannt und das ist hier mal mega kacke hier. Ja, was ist das denn? Ich hoffe, es kann man sich hier nicht irgendwo an der Decke anhauen, das wäre mega suboptimal. Warum hält das hier nicht fest? Ihr habt es alle gesehen. Das ist nervig. Jetzt muss ich hier wieder von da anfangen. Von dieser ewig langen Halbpassage. Das ist einfach der Moment, wo ich dann sage: Ja, das ist Schikane. Das sind eigentlich Safe States die passende Antwort. Weil das ist so ewig, dieser Levelteil. Einfach so unglaublich nervig und frustrierend.
Das ist ja schon mein... Key zur Starcoin hergegeben. Respawnt er? Nein, wieso denn auch? Ah, das geht auch so, okay. Hau es mal ab, du Cooper, ey. Nee, nee, da müssen wir ein bisschen anders dran gehen. Leute, das ist so unglaublich part- und zeitraubend und nervig und unnötig und pipapo. Gefällt mir nicht der Level, gefällt mir gar nicht, um ehrlich zu sein sogar. Weil die Halbzeit ist für meine Begriffe viel, viel zu früh gesetzt. Was ist hier drin? Panzer, hab ich recht? Ja, geil. Das ist genau das, was ich gar nicht gebrauchen kann, Panzer. Ja, wir wissen, dass wir auch so rankommen können hier, von daher... Das ist kein Problem mehr. Das Problem ist halt auch wirklich, dass ich jetzt anfangen möchte zu rushen dann irgendwann. Ah, da oben ist was, da oben ist was. Kommt, Mario. Schwing deine Hufe dahin. Sehr, sehr nice. Und lass einfach ein Secret Exit sein, dann muss ich immer in die ersten beiden Starcoins nicht nochmal holen. Das ist ein relativ chilliges Starcoin verhältnismäßig noch, aber... Jetzt geht's hier noch weiter mit der Show, Leute. Wisst ihr was? Nö. Nö, einfach nur. Sucht euch einen anderen, mit dem ihr das machen könnt. Ach so. Jetzt Starcoin wurden wir auch noch drum betrogen. Das heißt, ich darf das Level sowieso nochmal machen, oder wie? Oder ist sie vielleicht hier in der gelben Röhre drin? Nö, oder in der grünen? Ah, in der grünen ist noch was drin, okay. Ja, wunderbar. Und ein geschenktes Starcoin zum Abschluss, dann haben wir das Level auch zu 100% gelöst. Braucht sogar nicht mehr ein Safe-Star, aber einfach für alle Fälle, weil das ist... einfach nur schikanös, was man da abzieht zum Teil. Und wieder nicht, aber naja. Das ist mir auch egal, verhältnismäßig. Wichtig ist, dass wir jetzt gleich das Geisterhaus noch holen müssen. Ja, dann machen wir den Part noch das Geisterhaus und danach kommt dann noch ein regulärer Level. Die beiden können wir vielleicht noch schaffen. Wenn das Geisterhaus nicht zu asozial ist, aber ich denke mal. Die Geisterhaus sind ja meistens nicht von der Schwierigkeit, sondern von allem anderen. Man sieht ja auch nicht, wo im Level man ist. Ich muss sagen, mir gefallen die Atmosphäre richtig, richtig gut. Die Level-Idee hier gefällt, das entscheiden wir gleich dann. Ist jetzt noch nichts Spektakuläres. Oh, ich sehe schon, unten kommt etwas. Und hier scheint bis jetzt auch keine Fake-Türen zu geben, also. Was wird kommen, wenn ich jetzt hier das aktiviere? Okay, ein Power-Up. Ist das hier? Das ist eine Möglichkeit, Power-Up zu bekommen. Im dritten ist es, also im zweiten von links ist es drin, das sollte man es merken. Und jetzt müssen wir uns hier mal die Level-Mechanik angucken, was das hier sein soll. Das bringt uns einfach nur auf die andere Seite. Also nichts besonders Wildes. Im Vergleich zu dem hier, das war. Oh, das jetzt noch keinen großen Effekt hier hat. Ich habe jetzt nicht geguckt, wo hier unten irgendwelche Fallen sind. Das habe ich jetzt vergessen. Oh, fuck. Das war jetzt ein bisschen ungeschickt von mir. Hier bräuchte man einen Panzer oder... Nee, nee, da braucht man... Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie die Gegner das systemtechnisch so funktionieren. Also von daher...
Die erzeugen auf jeden Fall einen Sog. Ich weiß, die erst da können wir wahrscheinlich schon verpennt irgendwie. Ja, da oben, da hätten wir es. Wir hätten einfach konstant oben bleiben sollen, das konnte ich ja nicht wissen. Weil sie das Spiel so lange mit mir vorhaben zu machen. Ich hoffe auch, dass jetzt wirklich die, nur die erste Starcoin, aber hinter so einem Vieh ist sicher auch irgendwann mal noch was versteckt, also. Da oben Wandsprung-Action. Jetzt hier ist Starcoin Nummer 2. Den kann ich trotzdem aktivieren, weil den werden wir brauchen. Ja, Nummer 2 ist richtig, sehr gut. Und die Röhre führt uns weiter nach hier oben hin. So, jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal... Das Ding da hat hundertprozentig auch... Ist nicht hundertprozentig einfach nur so da. So, ehrlich sagen, ich komme gerade nicht auf die Lösung hier. Nein, nicht auf die Röhre fallen. Glück gehabt. Oh, den Raum kennen wir. Wenn man im Raum kennt, im Geisterhaus, dann ist es selten gut. Dann heißt das, dass man irgendwas nicht ganz mitbekommen hat, oder? Irgendwo eine Kleinigkeit schiefgelaufen ist. Oder war der Weg hier oben vorher auch schon da? Ich weiß es nicht, Freunde, ich weiß es nicht. Natürlich auch immer eine effektive Methode ist, nochmal zu gucken, ob man in die Tür nochmal rein kann. Aber ich will tatsächlich 2 Starcoins. Ja gut, da hole ich die Starcoins in den beiden Geisterhäusern plus Secret Exits plus die in den dritten Castle. Anderen Part ausgeben noch 2 reguläre Levels. Hätte ich nicht erwartet, dass es so lang noch ist, das also diese vierte Welt. Ich muss sagen, dass von den Leveln her ist die Welt schon relativ lang. Gut, warum kriegt man jetzt hier keine Feuerblume gut geschrieben? Schiss, aber naja. Ah, okay. Gut, dann kriegen wir es immerhin jetzt. Bam. So, hier ist man muss hier auf jeden Fall immer rechtzeitig den ganzen Scheiß loslassen. Hier die Bombhütte wieder. Oh, das dauert ein bisschen. So, hier einfach stehen lassen, dann geht er uns schon von allein hoch hier. Bam. Problem ist halt, jetzt wieder an einem selber auch abprallen. Ja, komm, ein bisschen Gas jetzt, Bonbons. Also hier liegt er eigentlich relativ gut, dass uns das gut zerstören kann. Ach man, ich kann diese Bonbons doch nicht. So, der liegt aber jetzt perfekt. Bäm! So, und weiter geht's. Können wir auch hingehen, ein bisschen so alles zerstören, aber das ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. So, das war eh die längste Zeit eine gute Idee. Es könnte sein, dass die irgendwo eine Rank gewesen wäre. Das ist natürlich immer gut möglich. Starcoin technisch auch absolut keine Idee, Freunde, wo hier was sein könnte. Da oben natürlich immer, ganz klar, aber...
So, gehen wir erstmal nach links, aber da ist nichts, außer vielleicht das ist ein unsichtbarer Block. Und nicht mal den kriegen wir. Ja, holy crap, ich dachte gerade, da drunter wäre Abgrund. So, hier ist es aber wichtig, weil das ist eine Starcoin, die wir auf jeden Fall kriegen müssen. Was macht er denn kaputt hier? Die Starcoin, immerhin ist es jetzt die erste. Die Halbzeit ist wieder überdimensional früh, ich sehe es schon. Hätte in die Mitte platziert werden sollen, oder eigentlich könnte ich mir gut vorstellen, zumindest. Muss es aber hier durch einen Wandsprung wieder lösen. Am besten hier direkt wieder runter. Die Schranken, das Element kann ich auch noch nicht genau zuordnen, was das soll. Holy shit, Alter. Nein, 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 Mario. Holy crap. Gut, die haben es immerhin schon mal gegenseitig ausgelöscht. Ah, da brauchen wir die Bob-Oms hier für den Quatsch. Das ist doof. Die Starcoin gefällt mir nicht. Weil die genau so getimt sind hier immer im Intervall. Jetzt kommt der hier auch noch wieder, ey. Nerv mal nicht. Das weiß ich selber, dass es eng ist im Moment zeitlich. So, der ist aber immerhin frei. Ich will es hier auch nicht ohne, zumindest ohne zu versuchen, alles Starcoins zu kriegen, raus. Okay, wir haben schon die Starcoin frei. Weg damit. Wir müssen schnell an Ausgang. Andere Seite. Fuck. Aber ich muss ein bisschen rushen, weil sonst verlieren wir auf Zeit. Das möchte ich nicht. So, komm, jetzt kein Hindernis mehr. Einfach go. Ah, die Musik geht ab, aber wir haben es geschafft. Damit beende ich dann diesen Part von New Super Mario Bros. DS. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Relativ erfolgreich, doch schon, bis aufs Geisterhaus, aber das ist klar, die sind immer asozial. Da komme ich dann ein andermal drum. Bis dann und ciao.